Hi, ich nehme heute teil an der ultimativen Masochisten-Challenge vom Lighty. Die Bedingungen könnt ihr auf seinem Kanal nochmal nachschauen. Ich verlinke dann auch nochmal das Video in der Beschreibung. Und zwar geht es darum, eine extrem scharfe Chili zu essen. Und zwar eine Habanero. Ich habe mir die mal besorgt in Gelb. Hab mir sagen lassen vom Lighty, dass die sogar noch mal heftiger sein soll als die rote. Ich kann das nicht bestätigen, aber wenn er das sagt, dann wird das wohl stimmen. Er kennt sich ja aus, er ist ja der Chili-Experte. Vielen Dank übrigens auch noch mal für die Herausforderung, beziehungsweise die Nominierung, wie auch immer man es nennen möchte. Ich habe mir hier ein Glas Milch hingestellt schon mal, zum Ablöschen gleich. Und ich muss auch dazu sagen, ich esse wirklich nie scharf. Ich bin überhaupt kein Scharfesser, ich hasse scharfes Essen. Und deswegen möge man mir verzeihen, wenn ich erstmal nur dieses kleine Stück, was hier vorne liegt, esse. Ihr seht aber, ich habe wirklich von oben abgeschnitten, sodass man von der Plazenta, dass man von der Plazenta halt was hat, ne? Denn darum geht's ja. Denn die ist ja besonders scharf. Ich freue mich total. Ich habe riesig Bock. Und ich hoffe, dass ich das Ganze überleben werde. Ich habe mir hier auch noch Tücher hingestellt, denn ich neige eh dazu, total den Speichelfluss zu kriegen von scharfem Essen. Und dann habe ich hier auch noch einen Eimer, falls es ganz hart auf hart kommt. Und jetzt werde ich, glaube ich, weniger labern und einfach loslegen. Ich habe keinen Bock. Ich will nicht. Na komm. Okay, geht direkt los. Es ist jetzt schon scharf. Schluck den Scheiß runter. Ja, mein Herz fängt schon an zu rasen, aber das kommt, weil ich aufgeregt bin, nicht wegen dem Ding. Okay, es wird noch schärfer. Es setzt nicht so spät ein wie bei Lighty, muss ich sagen. Okay, ich versuche mich gerade einfach ein bisschen zu beruhigen, dass ich schon mal Schlimmeres erlebt habe, dass ich schon mal wesentlich größere Schmerzen erleben musste. Und jetzt fängt der Speichelfluss an. Dass die Schmerzen vor allen Dingen nicht nach ein paar Minuten wieder weg waren, wie hier es sein wird, sondern dass die über Tage angehalten haben. Okay, jetzt müsste ich doch mal langsam so ein Stück Tuch nehmen. Und ein bisschen Speichel loswerden. Es brennt. Es brennt. Es brennt wie Hölle. Ich weiß gar nicht, wann ich löschen will. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken zu gemacht. Das Schlimme ist ja eigentlich nicht der Schmerz selber, sondern dass er so lange anhält. Und meine Zunge wird taub. Scheiße. Ich rede einfach weiter und versuche mich abzulenken. Es geht auf den Kreislauf. Was sage ich? Ich habe schon mal Schlimmeres erlebt. Wobei ich das gerade langsam anfange zu revidieren, denn es baut sich noch weiter auf. Nicht hyperventilieren. Nicht hyperventilieren. Ja, ich habe ganz schön zu tun. Wie ihr seht. Es tut schon weh. Es tut verdammt weh. Aber was soll ich sagen? Es tut weh. Dann geht dann auch irgendwie so, weiß nicht, man vergeht dann auch einfach alles. Man hat dann gar keinen Bock mehr, irgendwas zu sagen, weil es einfach nur weh tut. Wow. Ja. Durchaus. Übrigens an der Stelle Respekt an die Leute, die eine halbe oder mehr gegessen haben. Jetzt fängt meine Nase an zu laufen. Ja, ist gut. Ja, kann man sagen. Ich finde, ich habe es jetzt genug ausgehalten. Es wird jetzt auch nicht mehr schlimmer. Es ist jetzt nur irgendwie so an einer Stelle angekommen, wo es einfach nur noch nervig ist. Prost. Oh mein Gott, tut das gut. Oh
mein Gott, ist das schön. Ein schönes Glas Milch. Nie war ein Glas Milch so wertvoll wie jetzt. Ja. Herzlichen Glückwunsch an die Leute, die eine halbe oder mehr davon gegessen haben. Ich schaff's nicht. Ich will's auch nicht. Ich habe wirklich zu tun damit. Also ich merke, ich schlucke, trinke und wenige Sekunden später geht's weiter und ist übrigens auch in der Nase, weil ich mir jetzt gerade die Nase geputzt habe. Ne? Brennt's jetzt auch. Oh. Nur im Hals, Gott sei Dank nicht. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe es ja runtergeschluckt, aber im Hals habe ich es mir schlimmer vorgestellt. Das Problem ist, du brauchst nur wirklich 5, 6, 7 Sekunden warten. Und mir hört, ich habe richtig taube Fresse gerade. Wir brauchen nur ein paar Sekunden warten und es kommt schon wieder. Boah, nee, ist das nervig. Richtig penetrant. Mein Glas ist gleich leer. Ich muss mir noch mehr Milch holen. Oh, ich frage mich gerade, warum das bei Joso verzögert kam. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass es eine andere Sorte ist. Also bei mir ging es ziemlich schnell los. Und es ist, der Schmerz ist wirklich im Gaumen, also hier oben, die gesamte Fresse. Und auch irgendwie der Mund außen wegen dem Speichel, den ich abgeputzt habe. Dürfte man auch ein bisschen sehen, dass hier alles außen rot ist und ja, gereizt, ja, meine Lippen. Als ich mich vorhin an den Spiegel gestellt habe, da dachte ich noch, du hast vielleicht ganz schön blasse Lippen gerade, aber jetzt brauche ich mich da nicht mehr beschweren. Oh, ich kann kaum reden, ey. Ich kann kaum denken beim Reden. Ja, das lenkt ganz schön ab, der Schmerz. Ich hole mir mal gerade noch ein Glas Milch. Oh, ich dachte mir gerade so, boah, jetzt wäre es geil, wenn du auf die Kamera guckst und nicht aufgenommen hat oder so. Nicht ganz normal machen muss. Ja. Ja, wie gesagt, ich verneige mein Haupt vor denen, die eine halbe oder eine ganze gegessen haben, beziehungsweise ich glaube, es gab bisher nur einen, der eine ganze gegessen hat. Ich denke, ja, was denke ich? Gerade gar nichts. Ich denke einfach nur, oh, Schmerz hör auf. Aber sonst, ja, war eine super Idee mit der Challenge. Leidchen, finde ich gut, dass du die Leute hier so quälst. Nein, nee, ist doch wirklich eine schöne Idee und ich bin auch hinterher gespannt auf dein Best-of-Video. So, es ist jetzt nochmal so eine Minute oder so vergangen. Ich habe jetzt mal keine Milch mehr weiter getrunken. Wollte mal gucken, ob es jetzt besser ist. Es ist immer noch scharf, aber jetzt ungefähr ist es so scharf, wie es war, als ich die Bird's Eye gegessen habe. Diese dünnen, langen. Ich hole die mal gerade. Die hier meine ich. Boah, jetzt kriege ich gerade voll den Tinnitus im Ohr. Was ist das denn? So eine hier. Die ist übrigens schon angetrocknet. War bei der übrigens auch so. Die ist nicht mehr so ganz frisch. Die habe ich gestern mal probiert, einfach um mich vorzubereiten. Zu gucken, was so abgeht, was so auf mich zukommt. Die hat ja zwischen 50 und 100.000 Scoville. Und die Habanero hat zwischen 100.000 und 500.000. Keine Ahnung, wie viel die jetzt hatte, die ich da gegessen habe. Aber jetzt ist es ungefähr noch so, wie es bei der hier war. Und es ist immer noch gut, aber es lässt sich jetzt wieder aushalten. Mein Mund ist nicht mehr so taub und ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich habe, naja, Spaß gehabt, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich werde auf jeden Fall Spaß haben beim Best-of gucken und hoffe, ihr konntet eure sadistische Ader beim Gucken des Videos ein bisschen ausleben. Vielen Dank, dass ihr mir beim Liken zugeschaut habt und macht's gut. Ich muss jetzt gerade doch nochmal einschalten. Ich merke nämlich gerade, dass ich so einen Magendrücken kriege. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Milch kommt, weil das ist jetzt schon mein zweites Glas und ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen Bauchschmerzen von Milch kriege. Oder ob das von dem Ding ist, also von der Habanero ist. Aber es ist nicht so angenehm. Ich hoffe, das geht gleich wieder weg und
Für den Endorphin-Flash, den Walti hatte, wird es wahrscheinlich nicht gereicht haben, von der Menge her einfach. Aber gut, es ist okay. Es reicht mir, wenn es einfach aufhört. So, jetzt aber tschüss.